begreifen Sie Netzwerken als elementaren Teil Ihrer Arbeit. Und zwar egal, ob Sie Angestellter, Selbstständiger, Unternehmer sind, ob Sie den Arbeitgeber oder den Mitarbeiter der Zukunft suchen, ob Sie Empfehlungskunden suchen oder ob Sie vielleicht den Superkunden am Ende finden wollen. Guten Abend, Uwe Steinweh. Darf ich mich zu Ihnen stellen? Sind Sie das erste Mal bei Gedankentanken? Haben Sie heute schon interessante Impulse aufgenommen? Ja. Na super. Was machen Sie beruflich? Ah, Trainer. Haben Sie ja auch täglich tolle Herausforderungen. Was ich mache? Ich bin professioneller Netzwerker. Das heißt, ich verbinde tagtäglich Menschen miteinander. Wie viele von Ihnen haben so oder so ähnlich heute hier auf der Veranstaltung schon interessante Menschen kennengelernt? Und wie viele von Ihnen haben sich eher mit den Menschen unterhalten, mit denen Sie hierher gekommen sind und würden gerne noch interessante neue Menschen kennenlernen? 2005, Düsseldorf, Königsallee. Die einen oder anderen von Ihnen wissen es vielleicht, ich war in meinem ersten beruflichen Leben mal Banker im Firmenkundengeschäft. Damals in Düsseldorf eine große Bankfiliale, eine Kassenhalle, über 5 Etagen offen. Man hatte dort sogar Bäume gepflanzt. So groß war das dort. Ideal für Kundenveranstaltungen. Und genau eine solche sollte dort stattfinden. Man hatte ca. 150 Unternehmer eingeladen. Es gab Vorträge und hinterher was zu essen. Also klassisch. Wir beamen uns jetzt mal so mitten in diese Veranstaltung hinein. Die Vorträge waren gelaufen, waren auch gut und die Gäste unterhalten sich an den Stehtischen oder an den Schlangen vor den Cateringstationen. Mittendrin die Firmenkundenbetreuer der Bank. Immer schön sicher im kleinen Kollegenkreis. Einige von ihnen hatten sich sogar im Kollegenkreis in kleinen Grüppchen nach hinten verzogen, da wo die Gäste, die Kunden und auch die Wunschkunden der Bank überhaupt nicht hinkommen. Man will ja den Gästen keine Plätze wegnehmen. Cut. Manöverkritik am nächsten Tag in der Geschäftsleitungsrunde. Tolle Veranstaltung, tolle Vorträge, tolles Essen. Als ich dann mal anmerke, naja, wir könnten ja mal überlegen, ob wir nicht mal ein Seminar veranstalten für Firmenkundenbetreuer dieser Bank, wie sie sich richtig und erfolgreich in solchen Veranstaltungen netzwerkend verhalten. Da wird das vom Sprecher der Geschäftsleitung mit einem Kommentar vom Tisch gewischt: Wer in dieser Bank Firmenkundenbetreuer ist, der kann sowas. Ich war entsetzt. Das war die Geburtsstunde meines Themas erfolgreich Netzwerken. Heute coache ich und trainiere ich Unternehmen und deren Mitarbeiter unter anderem darin, wie sie sich eben erfolgreich in solchen Netzwerksituationen bewegen. Ich veranstalte mit 300 Kollegen im Jahr über 2000 Unternehmernetzwerkveranstaltungen in Deutschland und ich mache als Speaker aus Firmen-Events aktive Netzwerkveranstaltungen. Wie viele von Ihnen netzwerken regelmäßig so persönlich? Alex hat es eben auch schon gefragt. Na gut. Sagen Sie mal, Netzwerken, ist das nicht total out? In digitalen Zeiten, so macht man das nicht heute in Social Media, Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter, wie sie alle heißen? Ja, das macht man dort. Aber schauen wir doch mal auf die Produkte an. Schauen Sie mal die Dienstleistungen, vielleicht die Sie alle vertreten. Unterscheiden die sich wirklich von denen der Mitbewerber? Oder sind die nicht ähnlich? Warum kauft ein Kunde dann gerade von Ihnen? Naja, wenn er nicht gerade über einen Preis kauft, dann kauft er Kompetenz, die Sie ausstrahlen. Und er kauft vor allen Dingen auf Basis von Vertrauen. Wir Menschen machen doch alle Geschäfte am liebsten mit Menschen, denen wir wirklich vertrauen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich will damit nicht sagen, dass Netzwerken verkaufen ist. Netzwerken bedeutet in erster Linie gute Kontakte, Gespräche auf Augenhöhe
und dann vielleicht mal eine Empfehlung oder vielleicht auch mal den Kunden der Zukunft. Ich mache inzwischen über 95% meiner eigenen Umsätze nur auf Basis von irgendwann stattgefundenen Netzwerkthemen. Ich behaupte, Netzwerken ist der Königsweg zu persönlichem und geschäftlichem Erfolg. Und ich möchte Sie heute gerne mitnehmen, und zwar zu den 3 Erfolgsfaktoren des guten Netzwerkens. Und am Schluss möchte ich Ihnen erzählen, warum man dazu vielleicht auch ab und zu mal eine Badekappe braucht. Erfolgsfaktor 1. Gehen Sie Netzwerken nicht irgendwie an, dass Sie getrieben werden durch Zufall, weil Sie gerade in einer Situation sind, sondern gehen Sie es aktiv an. Gehen Sie zu Veranstaltungen, es gibt so viele am Markt. Gehen Sie zu Veranstaltungen, wo Sie Menschen treffen, wie hier zum Beispiel. Und haben Sie Ihr Netzwerk immer dabei. Es ist Ihr bestes Produkt. Tun Sie anderen etwas Gutes mit Ihrem Netzwerk, indem Sie andere Menschen mit sich vernetzen, mit Ihrem Netzwerk vernetzen. Und das ist teilweise wesentlich besser als die eigenen Produkte, die Sie haben, als Einstieg. Ich war vor kurzem mit einem Unternehmer, Philipp, ein Fotograf, essen. Und er hat bezahlt, ich hatte mein Geld mal wieder vergessen, war schon mal ganz nett. Und wir saßen draußen in dem Restaurant, als wir dann reingingen, er bezahlte beim Kellner, kam der Restaurantbesitzer auf mich zu und fragte mich, ob alles in Ordnung war. Und ich sagte, das Essen war wieder hervorragend bei Ihnen. Er freute sich und ich ergänzte, kennen Sie eigentlich schon Philipp, den Starfotografen aus Wuppertal? Die beiden haben sich unterhalten und Visitenkarten ausgetauscht. Soweit ganz nett. 14 Tage später, ich war eingeladen als Speaker auf einer Netzwerkveranstaltung von Unternehmern und habe so einen ähnlichen Vortrag gehalten wie hier und habe diese kleine Netzwerkgeschichte auch erzählt. Philipp, der Fotograf, war auch dabei und am Ende habe ich ergänzt, und Philipp, was du übrigens noch gar nicht weißt, ich kannte den Restaurantbesitzer zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Und Philipp antwortete vor all den Unternehmern in der Veranstaltung, und Uwe, was du noch nicht weißt, der hat sich inzwischen bei mir gemeldet. Das ist aktives Netzwerken, das ist gutes Netzwerken und das kommt irgendwann wieder als Ihr eigener Erfolg zu Ihnen zurück. Der 2. Erfolgsfaktor für gutes Netzwerken, gehen Sie Netzwerken strategisch an. Nicht irgendwie, strategisch. Wie geht man eine Aufgabe strategisch an? Naja, ganz simpel, Sie kennen das. Man bereitet sie vor, man tut sie und man bereitet sie nach. Ganz simpel. Vorbereiten kann man Netzwerken am besten mit den 4 W-Fragen. Wann soll ich eigentlich netzwerken? Begreifen Sie Netzwerken als elementaren Teil Ihrer Arbeit. Und zwar egal, ob Sie Angestellter, Selbstständiger, Unternehmer sind, ob Sie den Arbeitgeber oder den Mitarbeiter der Zukunft suchen, ob Sie Empfehlungskunden suchen oder ob Sie vielleicht den Superkunden am Ende finden wollen. Wohin soll ich gehen? Es gibt so viele Netzwerkveranstaltungen jeden Tag rund um die Uhr. Vielleicht ist es das geschlossene Netzwerk einer Unternehmergruppe. Vielleicht ist es die offene Veranstaltung wie diese hier. Hier ist hervorragend zum Netzwerken geeignet. Vielleicht ist es auch eine allgemeine Vortragsveranstaltung. Wen treffe ich dort? Ist Ihre Fokusgruppe vielleicht bei dieser Veranstaltung? Nämlich Unternehmer oder vielleicht auch Privatpersonen? Ist vielleicht ein Funktionsträger da, den ich suche? Personalleiter, Geschäftsführer, Einkäufer? Oder ist es vielleicht genau die Person, die ich bis jetzt noch nicht kenne, von der ich aber weiß, dass sie auf dieser Veranstaltung ist und die ich dort gerne kennenlernen möchte? Und last but not least, wie kann ich mich vorbereiten? Naja, ganz einfach, recherchieren Sie über den Referenten, über das Thema, können Sie schon vorher eine Meinung bilden. Oder vielleicht bekommen Sie sogar eine Teilnehmerliste, sodass Sie vorher wissen, mit wem Sie wahrscheinlich sprechen werden. Überprüfen Sie in diesem Zusammenhang auch Ihre Glaubenssätze. Ist einer Ihrer Glaubenssätze, und jetzt hören Sie ganz genau in sich hinein, Netzwerken ist nichts für mich, das kann ich nicht, wann soll ich das denn noch machen, das brauche ich nicht, das ist zu schwierig, dann möchte ich Ihnen gerne meinen Glaubenssatz schenken. Jeder Kontakt bringt mich weiter. Und das meine ich so, wie ich es sage. Sei es als Horizonterweiterung und Wissenserweiterung, sei es vielleicht jemand, der jemanden kennt für Empfehlungen, sei es der Kunde der Zukunft. Jeder Kontakt bringt mich weiter.
So, jetzt wollen wir mal konkret werden. Sie haben sich also eine schöne Veranstaltung ausgesucht. Sie haben sich exzellent vorbereitet. Und Sie sind sogar erschienen. Und dieses Erschienen ist auch so ein Thema. Tun Sie es. Ich entdecke immer wieder, dass Leute sich anmelden zu Veranstaltungen, vielleicht sogar bezahlen und dann nicht erscheinen. Da verschieben sich plötzlich die Prioritäten. Morgens beim Business-Frühstück noch zu müde. Abends, ach, ich habe vergessen, die Champions League spielt ja, oder die Frau oder der Mann hat ein anderes Thema. Tun Sie es, gehen Sie hin. Und wenn wir jetzt konkret werden und Sie sind da bei der Veranstaltung, wie sieht sowas aus? Naja, Sie kommen rein in die Veranstaltung, es sind schon eine ganze Reihe von Leuten in diesem Raum. Mein Tipp, kommen Sie nicht zu früh, mit sich selbst netzwerken ist nicht wirklich sexy. Kommen Sie aber auch nicht zu spät, Sie wollen ja Menschen kennenlernen. Der Raum liegt vor Ihnen, an der einen Ecke vielleicht eine Bar, wo Sie sich was zu trinken holen können. Hinten die Bühne, davor die Sitzreihen und vorne Stehtische. Ich habe mich vor einiger Zeit mal ganz bewusst als stiller Beobachter an den Seite einer solchen Veranstaltung gestellt und habe festgestellt, dass für viele der erste Schritt in die Veranstaltung auf Menschen zu der allerschwierigste ist. Und ich habe festgestellt, dass das für viele wie der Sprung ins kalte Wasser ist. Und bei diesem Sprung ins kalte Wasser, bei diesem Netzwerk-Badeerlebnis, wie ich es nenne, heißt es, gut vorbereitet zu sein. Ich habe festgestellt, bei diesem Netzwerk-Badeerlebnis gibt es vier Typen von Badegästen. Der erste, das ist der Trockenschwimmer. Der Trockenschwimmer, der springt erst gar nicht ins kalte Wasser. Der stellt sich an den Beckenrand, holt sich maximal was zu trinken und wartet darauf, dass er angesprochen wird. Oder was noch schlimmer ist, er setzt sich schon mal in die vorletzte Reihe für den späteren Vortrag. Der zweite ist der Schwimmflügelträger. Safety first. Er screent den Raum, sieht jemanden, den er kennt und steuert auf den zu. Das ist ja im Prinzip gar nicht schlecht, so fürs Anfang vom Reden mal jemanden zu haben, mit dem man sich auskennt und so. Aber der Schwimmflügelträger bleibt den ganzen Abend wie eine Klette bei dem Heften. Kennen Sie solche Leute? Den dritten Typ von Badegast, den kennen Sie auf jeden Fall. Die Arschbombe. Mit viel Getöse, möglichst laut in die nächste Gruppe rein, sodass es auch jeder mitbekommt. Hauptsache, es spritzt so richtig. Und der vierte Typ ist der richtig gute Netzwerker. Das ist der Langstreckenschwimmer. Der Langstreckenschwimmer sucht sich seine Bahn aus, teilt sich seine Kraft ein, weiß genau, wie und wann er wendet, wann er vielleicht auch mal die Bahn wechselt. Und er hat sein Ziel immer vor Augen. Die Frage ist, wie wird man jetzt beim Netzwerken zum Langstreckenschwimmer? Mal ganz ehrlich, kennen Sie so eine Situation? Ich muss zugeben, auch mir passiert es ab und zu mal, dass ich meinen inneren Schweinehund nicht überwinden kann und diese Komfortzone der Isolation nicht verlassen kann. Und diese Komfortzone der Isolation ist ja eigentlich gar nicht komfortabel. Der erste Schritt ist doch der schwierigste. Der Schritt, auf Menschen zuzugehen, sich selbst vorzustellen. Und ich sage an der Stelle immer, vor der Vorstellung kommt die Einstellung. Und wenn ich die Einstellung habe, bei dieser Veranstaltung kann ich sehr viele interessante Menschen kennenlernen. Und die haben neue Stories. Und die haben tolle Berufe und die bringen mir vielleicht für mein Business oder für meine Ziele am Ende was. Dann habe ich meine Komfortzone schon so weit ausgeweitet, dass es mir sehr einfach fällt, den ersten Schritt zu gehen, sich selbst vorzustellen. Arschbomben machen das übrigens wie folgt. Guten Tag, mein Name ist Bombe. Ich bin Experte für alles das, was Sie bisher nicht brauchten. Lassen Sie uns doch mal zusammensetzen, damit wir rausfinden, was für Sie dabei wichtig ist. Hier ist meine Visitenkarte. Haben Sie auch eine Visitenkarte? Ich rufe Sie dann morgen mal an, dann machen wir einen Termin. Naja, so kann man es machen. Ich empfehle die Methode Langstreckenschwimmer. Guten Tag, Uwe Steinweh. Darf ich mich zu Ihnen stellen?
kurz und knapp. Dann erstmal zuhören. Lassen Sie die anderen reden. Haben Sie ein hohes Interesse an dem, was die anderen reden. Kommunikationswissenschaftler haben einmal festgestellt, dass Menschen dann ein Gespräch als besonders wertvoll empfinden, wenn ihre eigenen Gesprächsanteile hoch sind. Also lassen Sie die anderen reden. Beteiligen Sie sich am Smalltalk, lächeln Sie, geben Sie eigene kleine Kommentare. Es ist ganz einfach. Und vergessen Sie eins nicht. Vergessen Sie dann nicht, vom Smalltalk zum Business Smalltalk zu wechseln. Meine Lieblingsfragen sind dabei immer: In welcher Branche sind Sie tätig? Ah, interessant, hier in Köln? Ah, und was ist Ihre Rolle im Unternehmen? Super. Also, ganz einfach. Und schon ist man im Gespräch. Und stellen Sie mehr Fragen, als dass Sie harte Statements abgeben. Das fällt übrigens den Arschbomben sehr, sehr schwer. Und wenn Sie dann viel gefragt haben und echtes Interesse an den anderen gezeigt haben, und hohe, echte Aufmerksamkeit, und damit meine ich echte Aufmerksamkeit, dann kommt in 99% aller Fälle die Gegenfrage: Und was machen Sie? Wow. Und genau dahin wollte ich das Gespräch haben. Dahin habe ich, und das ist der dritte Erfolgsfaktor, bin ich empathisch vorgegangen, empathisch zu netzwerken. Und jetzt muss ich sprechfähig sein. Ich liebe den Begriff Magnetic Pitch. Der eine oder andere wird es Ihnen gehört haben. Kurz, knapp, anziehend, einprägsam erzählen, was ich mache. Bitte nicht erzählen, was ich nicht mache, sondern genau das, was ich mache. Und wenn dann wirkliches Interesse herrscht, dann kommen die Fragen von der anderen Seite. Und dann kommt das Interesse von der anderen Seite. Und dann darf ich erzählen. Und wenn das Interesse dann da ist, dann darf ich mich vernetzen. Dann darf ich Visitenkarten austauschen. Dann darf ich vielleicht sogar Termine ausmachen. Und zwar nicht nur aktiv und nicht nur strategisch, sondern in diesem Fall hochempathisch. So, wir haben jetzt gesprochen über das Vorbereiten, wir haben über das Tun gesprochen, keine Veranstaltung ohne Nachbereitung. Kennen Sie die zwei größten Lügen auf der Welt? Die erste: Ich habe die AGBs gelesen. Und die zweite: Ja, lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Bewerten Sie am nächsten Tag Ihre Kontakte. Schmeißen Sie Visitenkarten weg, scannen Sie sie, nehmen Sie in Ihre Datenbanken auf, schreiben Sie ein Dankesmail für das tolle Gespräch, vernetzen Sie sich, sehr wichtig, in Social Media, oder rufen Sie an und machen Sie Termine, je nachdem, was das Gespräch strategisch und empathisch ergeben hat. Und ich würde Ihnen ganz gerne noch im Nachgang eine Frage mitgeben, die Sie anwenden können, wenn Sie im Gespräch drin sind, und diese Frage ist eine Powerfrage. Und sie lautet: Was würden Sie sagen, was sind da Ihre größten Herausforderungen? Adaptieren Sie es ein bisschen. Was sind Ihre größten Herausforderungen als Geschäftsführer in dieser Branche, in dieser Region? So, wir haben jetzt gesprochen über drei Erfolgsfaktoren. Gehen Sie aktiv vor, das heißt, haben Sie Ihr Netzwerk immer dabei, tun Sie anderen mit Ihrem Netzwerk etwas Gutes, es ist ganz, ganz einfach. Gehen Sie strategisch vor, bereiten Sie sich gut vor, wissen Sie genau, was Ihr Ziel ist und was Sie tun sollen, und gehen Sie vor allen Dingen empathisch vor, unter hoher Aufmerksamkeit und hoher Empathie für den Gegenüber. Netzwerken ist sehr einfach, man muss es nur tun. Gutes Stichwort. Stehen Sie doch mal alle auf. Keine Angst, nicht auf die Stühle. Stehen Sie doch mal alle auf. Jetzt schauen Sie sich einmal bitte um, vor Ihnen, hinter Ihnen, neben Ihnen, da ist bestimmt jemand, den Sie nicht kennen. Gehen Sie auf ihn zu, geben Sie ihm mal die Hand und sagen: Wir beide müssen uns gleich in der Pause nach dem nächsten Vortrag mal unterhalten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß zukünftig und vor allen Dingen nachher beim Netzwerk, und seien Sie keine Arschbombe. Vielen Dank. Uwe Steinweh.